So, immer noch bei mir was da Sommerfest. Ihr seid bei mir was da live TV und wir haben wieder einen Salz der Woche für euch. Alles in einem Tag, so viel Wochen. Ganz komisch. Und zwar geht es um das Thema Reef Deck. Und zwar ist es ja dazu da, Korallenableger im Becken irgendwie zu fixieren, dass sie nicht überall rumfliegen und schön ausgerichtet sind, damit sie auch wachsen können in Ruhe. Und da gibt es einen Do-it-yourself-Tipp von uns, wie man das Reef Deck sehr günstig sich selbst bauen kann. Ja, es geht ultra schnell und zwar Lichtrasterplatten kriegt man relativ günstig im großen Format. Die sind, glaube ich, 1,20 auf 600. Also 1,2 Meter mal 60 Zentimeter. Und damit kann man einfach hier mit einem Seitenschneider die gewünschte Form ausschneiden. Die Überstände kann man dann hier mit einer Feile abfeilen, dann ist es schön glatt. Und das hat bestimmt jeder einen alten Algenmagneten. Ne? Ja. Dann nimmst du halt das Innenteil, machst mit Sekundenkleber drauf, Sekundenklebergel am idealsten und dann presst du das Ding hier drauf. Es funktioniert echt ganz gut. Ja? Wer da Bedenken hat, der kann es auch noch ein bisschen anrauen mit einem groben Schmickelpapier. Dann gibt es halt eine bessere Verzahnung noch. Und dann hat man super, super easy und super schnell hier einen Reef Deck. Was kostet es? Ein bisschen Lichtrasterplatte und wie gesagt, der Algenmagnet, den hat man bestimmt noch zu Hause rumfliegen. Ja, also ich glaube, so eine große Lichtrasterplattentafel bist du bei 30 oder 40 Euro inklusive Versand. Okay, aber da kannst du halt auch viel draus basteln. Ja, da kannst du mega viel draus machen. Ja. Dann kommen noch mehr Tipps von uns in Zukunft, was man damit noch machen kann. Wir hatten sogar richtig Lichtrasterplatte schon mal als für die Filterwatte. Ja, aber mir fallen da auch noch ein paar andere Sachen ein. Ja. Also, vielleicht ein kleiner Basteltipp für euch, für euren Reef Deck. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ahoi. Ciao.